Jetzt haben mich die Cardis ganz schön umzingelt. Jetzt mal so ausdrücken darf. Diese verdammte Unimatrix ist erst auf. Seven of Nine, everybody! Eine massive Borg-Flotte. Wirklich massiv. Krieg gerade aufs Fressbrett. Das ist eine massive Enttäuschung, ne? Das will ich bloß mal so betonen. Ihr seid alle eine massive Enttäuschung, ihr kollektiven Idioten. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt, wo ich das hier so sehe, ja. Wieso ich das hier auch so sehe, denke ich mir halt auch wirklich. Borg können gar nicht so schwer sein mit der richtigen. Boy. Boy. Okay, da habe ich jetzt gerade wirklich ein bisschen Angst vor. Weil diese verdammte Sternbasis aber auch immer noch nicht fertig ist. Zurück zu dem, was ich sagen wollte. Ich denke halt wirklich. Wenn ich mir jemanden schnappe, wie zum Beispiel Sensory, könnten das hinkriegen. Könnten das definitiv hinkriegen. Dein Objective ist jetzt erstmal Regeneration, weil wir haben. Was haben wir denn jetzt noch? Oh! Toll! Unser planetaren Assimilator hat's auch erwischt. Ja, verreckt doch einfach alle. Verreckt doch jetzt einfach alle. So. Wie sieht's jetzt hier aus? Der ist immer noch nicht fertig gebaut. Das Schöne ist, sobald die sobald die Cardis reinwarpen, werden sie einfach von dem hier empfangen. Negotiation is around. Wir werden Queenie gleich von. Das waren die letzten Worte von Queenie. Wir werden fertig gemacht von Cardassianer. Das kannst du doch keiner erzählen. Oh. Ich habe meine Sternbasis total hier vergessen in dem Sektor. Oh ja. Leute, wenn jetzt hier diese Sternbasis fällt, ja, dann bin ich sauer. Also, strengt euch jetzt hier mal an. Verschwendest du jetzt nicht den Reaper für... Ja, toll. Der Dreadnought hat den Reaper jetzt für irgendwas verschwendet. Und Queenie verstirbt. Oh. Seht ihr das? Wenn man sich mal beobachtet, wie extrem schnell mein Kubus befördert wird, ja? Die Karte ist bei uns. Zero Problem. Die Karte ist in ihrem eigenen Territorium. Ja, die Hose ist unten. Die Hose ist unten und die holen den großen Schläger und es gibt ordentlich Schläger. Das ist mir, wenn ich ehrlich bin, ich möchte es ehrlich so nennen, unbegreiflich. Wie können die Cardassianer so derbe OP sein? Ja, jetzt bringen sie da oben Verstärkung rein. Toll, ja, whatever. Okay. Zugegeben, meine Sternbasis hier, mein Unikomplex hat wirklich Schaden genommen, aber... Oh, das ist die Hooted. Ja, weg mit der Hooted. Oh, fast, was wir jetzt machen sollten. So sehr sollten sie sich doch noch gar nicht erholt haben.
Ich bin jetzt mal so arrogant und sage, dass die Basis auf sich allein aufpassen kann. Relativ gut. Die Cardis verlieren gerade wieder einen Großteil ihrer Flotte. Na kommt. Mach das blöde Schiff kaputt. Tja, Dreadnought. Hättest du wohl mal nicht deine Wumme so verbraten. Blödes Scheißteil, ehrlich. Regt mich das auf. Oh. Höre ich da das wundervolle Stimmchen von Guldukat? Ihr Wichser! Ihr benutzt meine eigene Strategie gegen mich. Nix ist hier. Ihr Pisser! Sehr gut. Ihr vernichtet jetzt diese gute Strafe muss sein. Ist jetzt eigentlich Seven mal wieder hier? Nö. Ist okay. Ist hier irgendwo ein... Nee. Hier ist kein Frachtschiff dabei. Oh. Sie versuchen gerade durch meine Sternbasis zu umgehen, oder was? Wo ist denn die zweite jetzt? Die ist jetzt hier oben angekommen. Okay. Ihr fliegt mal schnell hier rein. Die erste. Ja, muss ich noch ein bisschen regenerieren. Ich habe jetzt schon wieder Level 8. Kubus. Geil. Alter, diese hutet. Was tankt denn die? Boah. Was für ein Schiff. Umso länger ich die sehe, umso mehr mag ich sie. Gute alte hutet. Knall. Was? Ihr verarscht mich doch. Okay, ich bin überzeugt, wir brauchen Transwarp Gateway. Mir reicht's. Was wir jetzt machen. Die Cardis kriegen jetzt aufs Fressbrett. Aber mal sowas von. Ihr könnt mich jetzt machen. Ihr blöden Wichser. Ehrlich. So nenne ich euch jetzt. Ey, Basis macht die wirklich alleine fertig hier. Ist ja mal geil. Kommt die nächste Föderationsflotte. Okay. Witzig. Haha, haben alle so gelacht. Jetzt. Mach doch mal ein Upgrade. Keine Güte. Die Boxen sind so langsam. Das ist so nervig. Ah. Mach doch jetzt mal diese hässliche Sternbasis endlich weg. Wir machen jetzt einfach mit dem Transwarp Gateway einen direkten Angriff auf ihr Capital. Die können mich jetzt so am Arsch lecken. Da wisst ihr Spinner, ihr habt eigentlich gar nichts drauf. Star Forces is arrived by Europa. Okay. Ja, whatever, dude. Ach, Dinger da. Die da so rumwagen. Gentlemen, warum lebt diese verdammte Sternbasis noch? Ich verlange darauf jetzt eine Antwort. Nein, das ist es eben nicht. Widerstand ist nicht zwecklos. Das beweisen euch die verdammten Cardassianer die ganze Zeit. Und ihr checkt es einfach nicht, weil ihr Loser seid. Ich hasse Borg.
Wieder Stadt ist weg. Das ist jetzt die Burg. Wir kriegen es nicht mal geschissen, einfach Kadassiama platt zu machen. Das ist eine Sternbasis. Entschuldigt bitte, aber die regen mich auf. Warum habe ich dieses Let's Play überhaupt angefangen? So. Geil. Jetzt haben wir das Ding. Können wir jetzt hier einen Transwarp-Korridor erzeugen? Direkt nach. So, jetzt habe ich ein Transwarp-Gateway gebaut. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Lass mich mal raten. Das funktioniert ganz und gar nicht so, wie es soll. Lass mich raten, ich kann hier bis überall so Gateways hinsetzen und dann... Das ist nutzlos. Oh, so wie die restliche Borgflotte einfach so nutzlos ist. Jetzt macht dort die Sternbasis kaputt. Was dauert da so lange? Ihr seid freaking Borg. Wenn man gegen die Borg spielt, sind die so OP. Und jetzt spielt sie selber, sind sie einfach genervt. Ich merke das schon, warum sie die Borg nochmal überarbeiten. Seriously. Endboss Raumstation oder was? Jetzt macht mal hinne hier. Warum lebt diese Sternbasis noch? Wenn ihr so weitermacht, da wird eine alte Bajoranerin wieder jung. Bewegung. Hopp. Warum kann ich immer noch nicht diese verdammte Kolonie übernehmen? Ach, whatever. Die Cardis kommen hier eh nicht mehr ran, weil ich meine... Die Unimatrix alleine wird wahrscheinlich schon reichen, um eine Kardinflotte aufzuhalten. Also ich meine, jetzt habe ich die große mit Hutet und Taste nicht gesehen. Ja, da muss ich mir jetzt erstmal Tee einschütten. Ja. In mein wunderbares Friendly Fire Glas, würde ich gerade sagen, aus dem Becher vom letzten Jahr, der. Boah! Och, ihr verdammten Loser! Und Seven of Overloser ist auch wieder da. Endlich. Wo ist denn die? Da. Jetzt komm mal her hier. Ja, du bist ein Borg, ich weiß. Los, hier hin. Warum zieht ihr euch zurück, ihr blöden Kuben? Kommt zurück! Mach die Basis kaputt! Hallo? Wo wollt ihr hin? Nicht buggen, angreifen. Rede ich hier eine Sprache, die ihr noch nicht assimiliert habt, oder was? Hier, Evex platt machen. Wenn ihr schon unbedingt auf Reise gehen wollt, dann macht doch was Vernünftiges. Die Sternbasis steht einfach immer noch. Ich finde es aber gut, dass wenigstens der Dreadnought endlich seinen Arsch hierher bewegt hat. Boah! Burg! Relocate. So. Ihr macht jetzt diese Sternbasis kaputt. Na, ganz ehrlich, sonst mach ich euch gleich kaputt. Es kann doch nicht so schwer sein, eine freaking Sternbasis kaputt zu machen. Und es kann auch nicht so schwer sein. Eigentlich, das reg ich mich auf. Diese Allegiance in dem Spiel hat mich schon immer genervt. Hier ist nicht mal was. Negotiation is irrelevant. By your command. Adapting weapons array. Ja, du reboss jetzt diese Direktstation. Obwohl, halt,
Stopp, stopp, stopp. Okay, zu spät. Ich würde gerade sagen, die ist jetzt tatsächlich mal endlich fast kaputt. Oh, endlich. Er macht jetzt... Er macht jetzt endlich mal das, was wir machen sollen. Assimilierst das. Assimilierst das. Sie war nämlich gleich auch die dämliche Dings los. Oh, und die Kardis setzen irgendwas jetzt hier gerade in Bewegung. Meine Hoffnung, wenn ich ganz ehrlich ist ja wirklich, dass er endlich mal hier angreifen. Ich will wissen, wie stark die Sternbasis ist. Oh, super 7 of 9. Du wirst schon wieder von Kardis verfolgt. Ganz toll. Machst du toll. Wirklich. Sieht dabei auch noch gut aus. Was willst du mehr? Ah, Gott, da ist schon wieder irgendwas Bohrgeschoss in die Luft geflogen. Oder? Nee, halt. Das scheinen jetzt wirklich die Gegner zu sein. Baut da schon wieder einen neuen Dreadnought Kardis, ja. Ich kann ja immer noch die Culture zu... Ach, ich hinterfrag's einfach nicht. Ich hinterfrag's einfach nicht. Die Borg sind doof. Ich werde nie wieder Borg spielen. Ich werde vielleicht irgendwann mal gegen sie spielen, aber... Ich hab... diese... Dullis satt. So. Jetzt werden die Reste der ersten Flotte sich erstmal wieder zurückziehen. Also wirklich, die Reste. Habt ihr toll gemacht. Die zweite kuschelt sich jetzt hier hin. Wo ist eigentlich Seven of Blöd? Seven of Blöd, tertiäres Attribut von Unimatrix Blöd. Wo sind sie hingeflogen, Blöd? Ich weiß nicht, wo die jetzt hin ist. Nimmt ihr jetzt einen planetaren Assimilator? Ah, da ist er. Ja, Rückzug. You must comply. Nein, muss ich nicht. Du musst komplein. Und du fliegst the auch mal mit hier hin. Und dann bauen wir mal wieder Schiffchen. Feiern. Weil wir schon wieder hier irgendwie alles verloren haben, was bei drei nicht auf den Bäumen sitzt. Und ihr besetzt jetzt quasi diesen... Ja, doch eigentlich schon schönen Planeten, würde ich mal sagen, ja. Ziel ist eigentlich tatsächlich... You must comply. Bist du ein Frachtschiff oder bist du... Oh, das ist der Unimatrix Constructor. Bitte, Transwarper, Transwarp, Transwarp, Transwarp! Steh doch da nicht ewig rum! Boah! Du dämliches Mistkräuten-Mistvieh! Wer du sollst die Börse spawnen! Falls ihr euch fragt, geht's mir gut? Nein! Geht's mir nicht. Die Borg sacken. Ihr bleibt hier. Schiffe, ihr bleibt hier. Ihr macht jetzt diese... Ihr macht die jetzt einfach kaputt. Mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll. Und deswegen ist das hier auch das Abschlussvideo. So, jetzt habe ich's laut gesagt. Das ist ja... Ich verliere langsam wirklich in den Verstand. Dämliche Borg. Wir sind nur Verstärkungsflotten oder was? Okay.
Ja, das können wir auch immer noch nicht übernehmen. So, wir haben ja erstmal eine dicke Unimatrix stehen, die nichts kann. Beziehungsweise die nichts macht. Wie viel Leben hat die? Fast 3 Millionen? Eigentlich? Upgrade. Oh! Die Flotte kriegt Cardi Besuch. Lass mich raten. Hostile Culture Influence ist zu high. Wie zum Ficken wumms Geier eigentlich? We wish to improve ourselves. Instructions received. Proceed to sector. Resistance is futile. Ich meine, was sollen die Cardis machen? Wir machen jetzt wirklich eine ganz große finale Schlacht hier. Wir ziehen einfach alles zusammen, was wir noch haben. Auch die Loser hier, die wahrscheinlich niemals ankommen werden, weil sie nicht aus dem Arsch kommen. Proceed to sector. Aber wir machen das jetzt einfach mal hier. Ich meine, wir brauchen wahrscheinlich hier noch Stunden, um die Cardis richtig platt zu machen. Aber ist okay. Ja, kommen sie rein. Wirklich richtig schön hier reingeworfen. By your command. Instructions received. Command ist gleich. Haben Sie hier eine Basis? Eine Sternbasis? Our plan is under attack. Da müssen wir rein. Jungs, zieht euch mal hier ein bisschen schneller zusammen. Perfekt. Rein da. So, rein da jetzt. So. Weil hier ist keine fucking Schirmbasis. Und wenn das Kollektiv sich jetzt ein bisschen beeilt. Ich meine, wir machen jetzt zum einen letzten Mal den Dreadnought fertig von denen, aber ja, okay. Ich meine, das ist meine ganze Flotte. Wenn die jetzt immer noch eine Chance haben, ja, dann kotze ich im Strahl. Ey, es sind so viele Borg-Teams. Wir werden die jetzt einfach vernichten. Ja, genauso einseitig will ich den Kampf sehen. Die ziehen sich auch schon wieder ein Stückchen weiter zurück. Oh. Und die Unimatrix wird hier auch gerade attackiert von denen. Ja, fliegt jetzt mal da rein. Die Capital Schiffe können schon mal alle den Planeten da befreien, nennen wir es mal. Mein Intent ist, das jetzt hier zu beenden. Ein für alle Mal. Achso, richtig, den Dreadnought können wir ja nicht. Ey, ganz ehrlich, das nächste Mal benutze ich, glaube ich, bloß die Assimilationswolke und den... Hey, warte mal, der ist ja... Ja, es gibt ja auch ein Cap, wie weit du hier was leveln kannst. Schade. Jetzt macht mal hin hier. Die Basis steht auch immer noch nicht, aber egal. Die Basis, die erreicht schon, um die Cardassianer hier komplett auszusperren. Also wirklich komplett auszusperren. Wie geht's der Basis hier? Oh, wundervoll.
bringst jetzt oben auch nochmal ein Level 3 Update. Und wenn die Karte es hier reiben wollen, ja. Hm. Jo, der Planet ist hiermit offiziell befreit von uns worden. Und Hasselkosch, ich kann die Influence immer noch zu heil. Ich hinterfrag's einfach nicht. Oh, die Cardis wollen hier irgendwas jetzt zusammenziehen. Kommen sie vielleicht hier nochmal zum Besuch her? Ich glaube, jetzt haben sie doch mal versucht, hier was zu befreien, aber ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ihr seid doch verrückt. Ihr kommt nicht allen Ernstes nochmal zu dieser Uni-Matrix. Ja, na gut, okay, wächst halt meine Flotte. Ich meine, ich habe jetzt schon minus 15 Flotte. Ist mir recht. Ja, fliegt mal hier zum Capital. Vielleicht haben wir Glück, dass hier keine Stammbasis steht. Ich wage es mal zu bezweifeln. Es steht dort aus dem Bussen! Ha! Ihr könnt mich mal, ihr dämlichen Cardis. Habe ich euch doch noch gekratzt. Pah! Pah! Entschuldigt ich bitte, das ist nicht mein Frust. Wir warten jetzt einfach hier die gesamte Flotte, ja, so wie sie hier ist. Oh, der Kutus ist jetzt der Anführer unserer Superflotte. Ihr wartet jetzt einfach mal geschlossen, genau hier, Alter. What in the world? Die Uni-Matrix stellt sich einfach eine Flotte zusammen. Ist das cool. Das ist cool. Jungs, ihr solltet hier warten. Das ist aber okay. Lasst sie einfach hier reinkommen. Ihr macht jetzt einfach ein nach dem anderen kaputt. Setzt mal den Grim Reaper ein, damit wir gleich die gute bloß sind. Ja, ist vielleicht ein bisschen früh, aber ich will einfach bloß die Hute so schnell wie möglich loswerden. Und das sind auch so viele Schiffe, dass ich mir vorstellen kann, dass der Reaper wahrscheinlich nachher eh den Außenposten platt machen kann. Wow! Wieso bist du so kaputt? Dude! Da muss ich jetzt ein bisschen Auge drauf haben. Aber gut. Sebastian, du ziehst dich bitte mal irgendwo hin zurück, wo du dich Oh, die haben meine Uni-Matrix deaktiviert. Die steht jetzt ein bisschen anders drum. Okay. By my command. Ja, vernichtet. Sofort den Dreadnought. Weil ich habe keinen Bock drauf. Nochmal eine Hute hier vor der Nase zu haben. So, du fliegst mal ganz vorsichtig so ein bisschen näher hier. Jetzt halt bloß darauf achten, dass hier möglichst nicht der Planet wieder eingenommen wird. Weil noch ist die Basis ein bisschen zu schwach.
Activate all alcoves. State new directive. Jetzt steht hier noch so eine einzelne Route drum, oder was? Geil. By your command. Ich bin jetzt gerade echt überlegen, wie kommen wir jetzt am besten an diesen verdammten Außenposten rein? Wie vernichten wir jetzt hier Terroknor? Voll drauf. Oh, oh, oh. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Just a moment. Resistance is futile. Obwohl, das ist nicht, nicht so viel. Ich muss halt aber trotzdem mal so ein bisschen drauf achten. Ja, macht mal hier. Was ist denn hier oben? Ach, eine Missile-Werft haben sie hier oben noch hingebaut. Hier ist die wichtigste Station, damit wir gleich die Helden der Cardassianer auch nicht wiedersehen müssen. Und Deep Space Nine haut schon mal ordentlich raus. Also die Terror-Nord-Station, der Nord-Type, whatever. Jetzt in der Ende des ist Nord auch bloß kardassianisch für Basis. Oder Sternbasis. So, jetzt. Oh ja, der stirbt schnell weg. Der stirbt schnell weg. Ein bisschen buggy hier gerade. Die Schiffe, die sie versucht haben zu konstruieren, schweben jetzt einfach in der Luft rum. Go on. Go on. Go on. Ich glaube, wenn wir Glück haben, kann die Verstärkung nichts für diesen Außenposten machen. Ach, den Außenposten jetzt hätte ich kaputt. Das sieht gut aus. Wir haben irgendwie noch mehr Schiffe assimiliert. Geil. Nie wieder Borg, by the way. Ich möchte es bloß mal betonen. Jo, das war's. State Objective. Hier oben werden wir schon wieder. Achso, von den Neutrates angegriffen. Hostile Culture Influence ist immer noch zu high. Negotiation is relevant. Activate all alcoves. Die gesamte Capital Flotte wird jetzt mal hier den Planeten platt machen. Und damit sind die Cardassianer dann auch unter, nennen wir es mal Lockdown. Also sie fliegen auch unaufhaltlich hier weiter. Das finde ich sehr interessant. Ja, die Unimatrix ist noch ein bisschen zu schwach. Oh, ich glaube, sie ziehen sich jetzt zurück, weil sie wissen. Ja, ist jetzt ein bisschen aussichtslos, ne? Ja, dass ihr euch anpasst, das haben wir jetzt gesehen. Nur dass das Capitän noch lebt, das stört mich. Oh, ihr habt sogar schon ein Siege-Spiel eingesetzt. Jetzt ziehen sie sich zurück. Okay. Frage ich mich jetzt auch gleich, ob sie dann hier vorbeikommen. Was derbe witzig wäre, weil einfach. Da steht dann eine ausgebaute Unimatrix. Zum Thema ausgebaute Unimatrix. Verstärkungsflotte greift unseren riesigen Komplex hier an. Wie geht's dem Komplex hier? Der ist auch voll ausgebaut, Alter. Alter, das Transportgate ist fast Teil des Komplexes. Das ist. Endlich haben wir die Karte hier durchbrochen. Endlich. Und hier sind wir jetzt auch mittlerweile Level 2. Cool. By your command. Boah, das Capital von denen lebt auch immer noch. Wow, wow, wow.
Naja, ihr macht das schon, ich sehe das. Ja, endlich seid ihr mal zu was zu gebrauchen. Das ist einfach nur zu witzig. By your command. Additional vessels transferred. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir gleich das Kapitel richtig besetzen können. Wo ist denn? Ja, ist einer. Du fliegst mal hier hoch. Ist hier nicht noch einen davon oder ist der draufgegangen? Oh. Nee, da ist der zweite. Gut. Ja, der wird jetzt mal rumgehen und hier die beiden schnell assimilieren. Und die Cardis einfach weinen. So wie ich vorhin. All decks stand ready. Neutralus, das was für eine Flotte an Neutralus. Wow. Das sehe ich sehr, sehr gerne, weil das bedeutet tatsächlich, Sir, dass wir. Ja. Negotiation is irrelevant. Dass wir den jetzt problemlos einnehmen können. Ah, Saturn. Willkommen im Kollektiv. Ja, könntest du mal bitte deinen Dienst machen? Sir? Bei wer ist der Capital? Activate all outposts. Ich kann bloß sagen, dass das ein mega geiles Gefühl ist. Saturn has been acquired. Geil! Invalid objective. Insufficient resources. Ja, ja, ich merk schon, Oh, jetzt kommen sie nochmal mit einem verzweifelten Angriff, oder was? Jungs, euer Planet ist assimiliert. Ihr habt eure Dreadnought-Werft verloren. Negotiation is irrelevant. Und ich bin jetzt gerade mal neugierig und würde gerne wissen, was ihr da hinten noch so habt. Oh. Ist ja. Okay. State objective. Dein Objective ist, das da zu assimilieren. Increase efficiency. Damit stellen wir jetzt auch sicher, dass die Cardassianer nicht nochmal nach hinten raus irgendwo hin können. Weil. Sie können ja nirgendwo hin. Trotzdem würde ich jetzt ganz gerne mal hinter den Knoten hier und da. Da ja mal hier so ein paar. So. Also random irgendwo hingesetzt. The collective is under attack. State objective. Oh, da ziehen sie sich zurück. Oh, willkommen im Kollektivplanet. Activate all Alcoves. Und mehr darf. Denn mehr. Denn mehr Dings bedeutet mehr Dings bedeutet mehr Dings. So. Seven of Blöd kriegt nochmal ein paar Upgrades. Oh, wir haben eine Galor assimiliert. Ist ja witzig. Jetzt, ich würde gerade sagen, haben sie hier ohne Stammwasser hingebaut, aber das haben sie ja schon die ganze Zeit. Ja, sobald wir hier noch mehr Military Research vernichtet ist, bitte. Macht's mal. Ja. Seid mal. State objective. By your command. Proceed to sector. Confirm. By your command. Activate all outposts. Okay, das macht mir jetzt Spaß wieder. Negotiation is irrelevant. By your command. Assimilate this species. Weil ab jetzt ist halt einfach alles, was wir machen. Alles, was wir jetzt machen, macht sie halt schwächer sozusagen, ja. State objective. Ja, relocate to grid.
alle Planeten eingenommen, die wir noch nicht hätten, also nicht alle. Den hier haben wir immer noch nicht, weil hier auch immer noch die Influence zu high ist, aber ich meine, dafür wächst hier unsere Flotte. Und hier baue ich auf Obrecht noch so ein bisschen was auf, dass wir mehr Ressourcen kriegen, weil das brauchen wir ganz dringend. Und hinter den Knoten, damit wir die Allegiance von den Spinnern hier durchbrechen können. So, jetzt will ich jetzt mal noch überprüfen. Wir bauen trotzdem mal hier noch ein Transport-Gateway hin. Ein bisschen Verteidigung hier reicht schon. Passt, passt. Proceed to sector. State objective. You must comply. Proceed to sector. Ja, das ist ja einfach bloß aussichtslos. By your command. State die objective. Assimilate this species. Aber ey, ich habe das Missionsziel erfüllt. Wir haben das Capital assimiliert. Hier kommt nichts mehr durch. Gleich, wir brauchen jetzt bloß noch die beiden fertig, das war's. State objective. Ja. Oh, jetzt bauen sie hier oben wohl ihre Hauptflotte, hä? Ah ne, halt, das sind Verstärkungsflotten von denen. Ja, ich meine, sie haben halt jetzt den inneren Ring hier noch. Sie haben Merkur, Venus, Mars und Phobos und Deimos. Aber hier, die beiden. Die gehören jetzt auch gleich noch uns. Und eigentlich müssten sie gleich aufgeben, weil... Was sollen sie anderes noch machen? So. Mein, dein, unser. Wo ist Phantara Assimilator? Da. Hä? Ich kann hier noch die... Ach, wisst ihr was? Ihr mit eurer Karcher. Es macht wirklich keinen Sinn mehr, aber trotzdem. Hostile Karcher. Influence. Egal. Wir müssen sie nicht wirklich einnehmen. Hauptsache, sie sind neutral. Mir fällt auch gerade mal so auf, sie trauen sich hier auch nicht rein mehr. In die Ecke. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht mehr genug Schiffe haben, ja. Und meine Sternbasis alleine reicht halt schon, um... Ja. Die reicht halt schon. Ja. Hier sind nämlich noch so ein paar Research Stations, die ich ganz gerne... Destroyed sehen möchte. Gateway könnt ihr hier trotzdem mal noch aufbauen. Schlotz mehr. Keine taktischen Schlotz. Nee. Macht die Basen kaputt. Boah. Wollen die zu Erde hier oben? The collective has lost the planet. What? How? Ach. Weil die zwei Ambassador-Klassen hatten. Die haben den Planeten platt gebombt. Oh ja. Die KI macht eh nichts mehr. Also können sie uns mal. Negotiation is irrelevant. Und da geht noch mehr Research kaputt. Die Missile Station hoffentlich auch gleich. Ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Boah. Freut mich doch, dass eine weitere Station, die wir eh nicht mehr brauchen, fertig ist. Es ist schön, dass die Cardassianer immer noch voll optimistisch sind. Meine Crew ist bereit, ja. Tja. Das war der nächste. Gut. Ich bin mal gespannt. Den holen wir uns jetzt hier noch. Jetzt haben die Cardassianer auch noch ihre
Dings verloren, ihre Forschung zum Großteil. Wie gesagt, ich schätze mal, die können sich hier im Inneren nochmal rebuilden, aber Alter. Ich nehme jetzt fast anderthalb Stunden auf, ein und eine Viertel. Das ist sinnlos, das noch weiter fortführen zu wollen. Station Construction complete. Die haben einfach einen Großteil schon eingenommen. Was will man da jetzt noch weitermachen? Negotiation is irrelevant. Hier kommt auch keiner mehr bei euch, was ich sehr interessant finde. Wartet mal, wo ist denn der? Ja, du kannst doch transporten, ne? Okay. Ich verstehe Transwarpen nicht. Jetzt könnte man hier hin transwarpen oder was? Wenn ich jetzt eine Flotte hätte, könnte die jetzt durch ein Gateway hierher transwarpen? Scheinbar? Ne, ich habe keine Ahnung. Ich kann es nur nochmal betonen, ich mag Bock nicht. Ich werde Bock auch nie wieder spielen. Bock sind lame. Und ihr seid jetzt endlich bereit, die letzten Reste der Cardassianer aus diesem Sektor hier zu vertreiben. Wundervoll. Oh. Ja, das ist schon mal ganz schön ansehnlich, was sie hier haben. You must comply. The collective must grow. Activate all outposts. Negotiation is irrelevant. Relocate. By your command. Sie versuchen aber noch einmal zu fliehen. Station construction complete. Es ist geil. Sie haben nochmal versucht, uns zu entkommen. Ja gut, es ist ein Aufklärungsschiff. Als spätestens dann hier verrecken wird. Hier greift uns nochmal eine Verstärkungsflotte an. Die haben mittlerweile einfach minus 145 Flotte. Das muss auch erstmal jemand den Borg nachmachen. Aber sie haben immer noch nicht aufgegeben. Tja. Jungs, macht mal hin hier. Wir haben nicht Hunger. Station construction complete. Negotiation is irrelevant. Sehr gut. Das ist jetzt Teil des Kollektivs. Additional vessels transferred. Negotiation is irrelevant. Da geht's ja nicht hin. Oh, ich will gerade ausrasten. Hostile Culture Influence 2 oder? Nein. Standing by. Ich einfach plus verklickt. Gut, Leute. Der Gegner gibt nicht auf. Und... Oh. Initiating new directive. By your command. By your command. Interesting. Habt ihr... Bring us about. Haben die ganzen Piratenbasen eingenommen noch? Ich meine, mir soll es egal sein. Ich beende hiermit jetzt dieses Let's Play. Weil wir haben jetzt oder so gewonnen. Haben wir noch irgendwelche Anomalien bekommen? Wahrscheinlich, weil ich das hier nicht gewonnen habe. Die versammeln hier nochmal was. Oh! Es sind zwar primär Verstärkungsflotten, aber...
Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ein bisschen was haben sie noch. Aber nur ein schon so ein bisschen. Trauen sich hier nicht rein, weil... Sie trauen sich da nicht rein, weil... Also dort, da trauen sie sich ab und zu mal rein, aber... We wish to improve ourselves. The collective must grow. Das hier ist einfach zum Großteil Verstärkung, krass. Oh, ihr transwappt jetzt wirklich hier rüber, das ist ja geil. Ist das, ich könnte theoretisch sogar nach da oben transwappen? Das wäre jetzt interessant. Hi! Relocate. Gentlemen, wie geht's so? Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert mit den Gateways. 5 Sekunden vor Schluss. Es tut mir unendlich leid, aber... Einfach. Proceed to sector. Die werden doch jetzt wirklich langsam aufgeben. Gebt auf! Sture Kardis. Dann geht's halt nochmal nach oben. Und vor allem immer noch Hostile Culture Influence zu halten. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es noch nicht aufgeben. Naja. Wie gesagt, wir beenden das jetzt hier, Leute. Die Cardassianer sind geschlagen. Da gibt's kein Rütteln und kein Schütteln mehr dran. Ich müsste jetzt wahrscheinlich überall einzeln hinfliegen, diese ganzen Eva Starbases Planeten. Das ist einfach. Die Mühe nicht mehr wert, ganz ehrlich. Gut, Leute, die Borg haben offscreen die Borg haben offscreen erfolgreich so assimiliert. Ja, die Menschen sind tot, also sind jetzt ins Kollektiv integriert worden und die Cardis laufen vor uns weg und damit soll es das gewesen sein. Wir haben erfolgreich die Menschen vertrieben. Cool. Awesome. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann von euch. Bis dahin. Tschaußen.